Was verstehen wir unter Gewerbe? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um ein Gewerbe anmelden zu können? Wer ist die zuständige Behörde? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns an anderer Stelle in einem Begriffswiki einmal mit der Frage beschäftigt, was ist eine Firma, was ist ein Unternehmen, was ist ein Betrieb, und sehr starke Fragen damit ausgelöst, was ist eigentlich ein Gewerbe, was verstehen wir unter einem Gewerbebetrieb, und daher möchte ich das heute mit Ihnen ganz kurz diskutieren. Was verstehen wir unter einem Gewerbe? In Österreich gibt es hier die Gewerbeordnung, das ist ein Bundesgesetz. Diese Gewerbeordnung ist sehr umfangreich. Wenn Sie sich aus dem Rechtsinformationssystem der Republik Österreich die Gewerbeordnung aufrufen und ausdrucken wollen, hat die über 180 Seiten. Es sind auch 380 Paragraphen, die genau regeln, was wir unter Gewerbe verstehen, welche es gibt, was eine Betriebsanlagengenehmigung ist, welche Verfahren hierfür notwendig sind, wo man ein Gewerbe anmeldet. Aber was uns interessiert ist, was ist ein Gewerbe überhaupt? Und das ist das Schöne an den Bundesgesetzen, weil sie immer in den Anfangsparagraphen regeln, wofür sie eigentlich gelten. Also wenn wir uns das Unternehmensgesetzbuch anschauen, dann steht in Paragraphen 1 drinnen, Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt, und dann wissen wir gleich, für wen das Unternehmensgesetzbuch gilt. Also dieser Logik folgend, auch im Gewerberecht, in der Gewerbeordnung wird in Paragraphen 1 schon festgehalten, was wir unter einer gewerblichen Tätigkeit verstehen. Eine gewerbliche Tätigkeit ist eine, die selbstständig ausgeübt wird, die regelmäßig ausgeübt wird, die zur Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils willen ausgeübt wird, also man möchte hier einen Gewinn machen, wobei die Absicht zählt. Wir wissen ja, dass es viele Gewerbebetriebe gibt, die zwar die Absicht haben, hier einen Vorteil zu haben, aber in Wirklichkeit nicht wirtschaftlich profitabel unterwegs sind. Das ändert nichts. Es handelt sich hier um eine gewerbliche Tätigkeit. Also selbstständig, das wird abgegrenzt gegen die unselbstständige Tätigkeit, die wir aus dem Bereich der Arbeitnehmer kennen. Also eine selbstständige Tätigkeit, regelmäßig. Das heißt so schön, einmal ist keinmal. Wenn allerdings jemand bei einer gewerblichen Tätigkeit angetroffen wird, die er das erste Mal ausübt, aber Vorrichtungen hat, die darauf hindeuten, dass diese Tätigkeit längerfristig auf Dauer angelegt, geplant war, dann fällt auch schon eine einmalige gewerbliche Tätigkeit unter den Begriff Gewerbe. Also selbstständig, regelmäßig, mit Gewinnerzielungsabsicht, und insgesamt muss diese Tätigkeit natürlich auch erlaubt sein, also gesetzlich nicht verboten. Wenn Sie Zigaretten schmuggeln und Sie werden hier erwischt, dann können Sie nicht bei einem Gewerbe beantragen mit dem Hinweis darauf, dass Sie ja hier bereits einen Nachweis haben, nämlich ein Gerichtsurteil, dass Sie Handel mit Zigaretten betrieben haben, wenn es nicht erlaubt war. Also eine Tätigkeit, die selbstständig regelmäßig mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird, muss schon gesetzlich erlaubt sein. Wenn ich jetzt ein Gewerbe ausübe, dann schaue ich natürlich zuerst, ist das überhaupt ein Gewerbe, weil in Paragraphen 2 folgende auch jede Menge Ausnahmen von gewerblichen Tätigkeiten festgeschrieben sind. Also Land- und Forstwirte fallen nicht darunter, die Ausübung der Heilberufe fällt nicht darunter, die meisten Freiberufler, die wir kennen, fallen natürlich nicht darunter, Schriftsteller fallen nicht darunter, der Privatunterricht fällt nicht darunter. Also es gibt sehr, sehr viele Ausnahmen von dieser gewerblichen Tätigkeit. Aber wenn wir unter die gewerbliche Tätigkeit fallen, dann müssen wir uns überlegen, welches Gewerbe, um welches Gewerbe handelt es sich, weil die Zugangsvoraussetzungen hier unterschiedlich sind. Sie können sich vorstellen, dass es gewerbliche Tätigkeiten gibt, die mit Gefahr für Leib und Leben oder für die Gesundheit oder für finanzielle Einschränkungen verbunden sind. Also wenn hier Risiko besteht, dass Menschen Schaden leiden oder ihr Vermögen Schaden leidet, dann brauchen wir auch besondere Zugangsvoraussetzungen. Es mag Ihnen nicht helfen, wenn Sie in Ihrer Jugend am Strand von Kaorle Sandburgen gebaut haben. Wunderschöne Sandburgen, dokumentiert durch Filme. Und Sie dann der Gewerbebehörde erzählen, Sie würden gerne Baumeister sein, weil Sie haben auch Abwasserungsanlagen gemacht und so. Das zählt nicht. Ein Baumeister ist genau jenes Gewerbe, das eben eine besondere Voraussetzung zu erfüllen hat. Wir haben, wenn wir uns die Gewerbe einteilen, 4 Begriffe zu merken. Erstens das reglementierte Gewerbe, das wird in § 94 Gewerbeordnung geregelt. Hier geht es darum, dass man eben
Nachweis von Kenntnissen hat, kaufmännische Kenntnisse, man braucht Erfahrungen, man braucht Fertigkeiten. Man muss also hier das wirklich können, was man macht. Das Zweite, das sind die sogenannten verbundenen Gewerbe. Hier werden mehrere Gewerbe zusammengeführt. Verbundene Gewerbe, das sind also zusammengehörige Bäcker und Konditor zum Beispiel, die werden als verbundene Gewerbe bezeichnet. Die sind aber in § 94 Gewerbeordnung, die die reglementierten Gewerbe regelt, auch alle aufgezählt. Und zwar taxativ. Die Aufzählung der reglementierten Gewerbe in § 94 heißt taxativ, also erschöpfend. Das Gegenteil wäre demonstrativ, beispielhaft. Nein, die Liste umfasst 82 Gewerbe oder Handwerke, wobei zwei aufgehoben sind. Also wir finden in § 94 80 reglementierte Gewerbe-Handwerke, von denen einige auch als verbundene Gewerbe ausgewiesen sind. Neben den reglementierten Gewerben und den verbundenen Gewerben kennen wir auch die Teilgewerbe. Das sind Teile aus einem reglementierten Gewerbe, die nicht die vollen Kenntnisse und Fertigkeiten und Erfahrungen verlangen, sondern auch mit anderen Bildungsabschlüssen ausgeübt werden können. Zum Beispiel mit einem Lehrabschluss kann man schon Teile eines reglementierten Gewerbes ausüben. Diese reglementierten Gewerbe, die als Teilgewerbe auch ausgeübt werden können, sind in einer eigenen Teilgewerbeverordnung auch taxativ aufgelistet. Das sind 21, zum Beispiel der Friedhofsgärtner. Ich muss nicht eine volle Gärtnerei sein, ich kann mich als Friedhofsgärtner im Rahmen eines Teilgewerbes auch selbstständig machen. Und dann haben wir noch die sogenannten freien, einfachen Gewerbe, die alles andere sind als reglementiert. Das heißt, die freie gewerbliche Tätigkeit kann ich mir selber sogar aussuchen. Es gibt eine Liste, die vom Wirtschaftsministerium geführt wird, wo jede Menge freie Gewerbe aufgelistet sind. Immer wenn jemand in Österreich auf die Idee kommt, eine Tätigkeit der Gewerbebehörde als freies Gewerbe zu melden und die nicht unter den Begriff der reglementierten Gewerbe fallen, dann können wir die anwenden. So sind zum Beispiel die Energetiker entstanden. Hier haben viele Menschen überlegt, sie wollen im Bereich präventiver Gesundheit tätig sein, an gesunden Menschen arbeiten, nicht in die Heilberufe eingreifen, nicht in reglementierte Gewerbe wie zum Beispiel den Lebens- und Sozialberater oder den Masseur eingreifen, sondern sich mit Gesundheitsprävention befassen. Das aber auch nicht in Form eines Privatunterrichtes, wie beispielsweise der Fitnesstrainer, der dann ausgenommen wäre, der überhaupt kein Gewerbe braucht, sondern im Rahmen einer persönlichen Hilfestellung. Und dann bin ich ja schon im gewerblichen Bereich. Und so wurde das Energetikergewerbe geschaffen, weil sich immer mehr Menschen dafür interessiert haben. Das heißt, wenn Sie selber vorhätten, irgendwann gewerblich tätig zu sein, können Sie sich auch befruchten lassen von dieser sich stetig erweiternden Liste der freien unternehmerischen Tätigkeit als freies Gewerbe. Nun, wenn wir diese Entscheidung und Einteilung getroffen haben, reglementierte Gewerbe, verbundene Gewerbe, Teilgewerbe oder einfache Gewerbe, dann müssen wir uns überlegen, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich überhaupt ein Gewerbe anmelden kann? Auch beim einfachen Gewerbe muss ich die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen. Allgemeine Voraussetzungen sind einmal, ich muss eine eigenberechtigte Persönlichkeit sein. Ich darf natürlich nicht besachwaltert sein. Ich muss sozusagen auch alt genug sein. Ich muss die vollen Rechte eines erwachsenen Menschen haben. Zweitens brauche ich eine Verlässlichkeit. Diese Verlässlichkeit ist einerseits eine wirtschaftliche Verlässlichkeit, andererseits eine strafrechtliche Verlässlichkeit. Da gibt es den § 13 in der Gewerbeordnung, wo genau festgehalten wird, dass man während eines laufenden Insolvenzverfahrens, während dieses Verfahren in der Insolvenzedikte Homepage des Ministeriums sichtbar ist, kein Gewerbe anmelden kann. Auch nicht, wenn über das eigene Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das dann mangels Masse abgewiesen wurde, dann bin ich nicht wirtschaftlich verlässlich genug, um ein Gewerbe anzumelden. Oder ich habe eine Verurteilung, die über 3 Monate bedingt ausmacht, also in der Strafkarte eingetragen ist, dann kann ich auch kein Gewerbe anmelden, solange bis diese Verurteilung getilgt ist. Klar, wenn Sie eine Bank überfallen, dann können Sie nicht sagen, ich bin jetzt geeignet, also eine Bank zu leiten, weil ich ja hier schon Erfahrungen mit Geldgeschäften habe. Es gibt auch andere Einschränkungen. Natürlich ist es schlecht, wenn ein Gastwirt wegen Rauschgifthandel, ein Taxifahrer wegen
betrunkenen Autofahrens verurteilt ist, dann sind das natürlich Ausschlussgründe, weil sie nicht mehr verlässlich genug sind. Aber wer nicht besachwaltend und alt genug ist, unverlässlich ist, also sowohl wirtschaftlich als auch strafrechtlich, kann, wenn er österreichischer oder EU-Bürger oder sonst einem Inländer gleichgestellter Bürger ist, ein Gewerbe in Österreich eröffnen. Im Übrigen auch jemand, der einen anerkannten Asylstatus hat, der kann also hier auch ein Gewerbe anmelden oder auch sonst in Österreich mit einem gültigen Aufenthaltstitel versehene Personen dürfen ein Gewerbe ausüben. Wenn ich jetzt diese allgemeinen Voraussetzungen erfülle, dann kann ich ein nicht reglementiertes Gewerbe, also eines dieser freien Gewerbe, anmelden. Bei den reglementierten Gewerben, Sie erinnern sich, ich habe darauf hingewiesen, dass wir hier besondere Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen brauchen, muss ich eben einen besonderen Nachweis erbringen, der mich für die Ausübung dieses Gewerbes befähigt. Und das ist in der Regel eine Ausbildung, die nachgewiesen wird, und eine berufliche Erfahrung. Es gibt also bei den reglementierten Gewerben kaum welche, die unter einem Jahr mindest berufliche Erfahrung auskommen. Also das ist das Mindeste. Und dann muss noch der Nachweis der Kenntnisse durch Zeugnisse erfolgen. Hier regelt die Gewerbeordnung eindeutig oder die Zugangsvoraussetzungen zu den einzelnen Gewerben, was jemand erbringen muss. Gibt es eigene Verordnungen für die Masseure, die Immobilientreuhänder, die Vermögensberater, die Unternehmensberater, wird alles genau geregelt. In der Regel ist es eben eine hohe Ausbildung und ein Praxiserfordernis. Aber das ist nur die halbe Miete. Neben diesen allgemeinen und besonderen Voraussetzungen braucht jemand, der ein reglementiertes Gewerbe hat, auch den Nachweis, dass er Lehrlinge ausbilden darf, also den Nachweis der Ausbilderprüfung für Lehrlinge. Und zum Schluss muss er noch die Unternehmerprüfung nachweisen. Das ist der Nachweis der rechtlichen und kaufmännischen Kenntnisse, die man braucht, um ein solches Gewerbe auszuüben. Wenn ich jetzt keine natürliche Person bin, die diese besonderen Voraussetzungen der Gewerbebehörde nachweisen kann, also eine juristische Person, die ja wieder natürliche Personen braucht, die für sie handeln, dann muss ich eine natürliche Person als gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen. Das kann auch eine Personengesellschaft sein, die im Firmenbuch eingetragen ist, offene Gesellschaft, Kapitalgesellschaft, die sich einen gewerberechtlichen Geschäftsführer suchen, der dann der Gewerbebehörde die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften nachweist, weil er genau diese geforderten Voraussetzungen erfüllt. Anmelden tue ich mein Gewerbe bei der Gewerbebehörde erster Instanz. Das sind die Bezirksverwaltungsbehörden, Bezirkshauptmannschaften, Städte mit eigenem Statut, der Magistrat. Das ganze Verfahren nennt sich dann § 18 Verfahren. Also hier wird nachgewiesen, was ich alles kann und die Gewerbebehörde sagt, jawohl, damit passt das. Kann ich jetzt diese vorgeschriebenen Nachweise nicht in diesem Ausmaße erbringen, dann kennen wir den § 19 Gewerbeordnung. Das ist die Feststellung der individuellen Befähigung, die also dann nachweist und sagt, jawohl, in der Person gesehen als Ganzes betrachtet, kann hier ein reglementiertes Gewerbe auch erteilt werden, möglicherweise eingeschränkt, gewisse Bereiche eben ausgenommen, aber hier kann individuell beurteilt werden durch die Gewerbebehörde, ob der Antragsteller dann dieses Gewerbe auch ausüben kann. Die Gewerbebehörde hat insgesamt eine sehr wichtige Funktion. Vielleicht lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen, nämlich es gibt auch die Nachsicht von bestimmten Versäumnissen. Also jemand, der verurteilt ist, möchte trotzdem ein Gewerbe anmelden, dann kann die Gewerbebehörde, das ist in den § 26, 27 geregelt, auch hier eine Nachsicht erteilen. Und zweitens ist die Gewerbebehörde ganz wichtig bei der Betriebsanlagengenehmigung, also jenen Räumlichkeiten, in denen das Gewerbe dann auch regelmäßig ausgeübt wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.